Hallöchen und willkommen zurück. Wir spielen weiter SimCity Skylines und wir werden unsere Stadt ein bisschen größer machen. Ich habe eigentlich vor, ein neues Gebiet komplett hier drüben rauszustampfen. Aus dem Boden. Geht jetzt eigentlich dieser Güterverkehr? Gibt es hier eine Anzeige? Also es fährt auf jeden Fall ein Zug. Das ist schon mal gut, halb leer, aber er fährt. So, wir wollten ja, wollten wir einen Kreisverkehr doch noch hin oder doch nicht? Ja, noch geht's ja eigentlich mit dem Verkehr, ne? Das ging ja, das ist ja noch... Es ist nur... Nur leicht rot. So, dann brauchen wir auf jeden Fall eine Autobahnabfahrt. Gibt's die denn eigentlich hier? Hm, ist das eine Autobahnabfahrt? Die kann ich hier nicht anbringen. Aber das wäre anscheinend eine, ne? Das scheint mir eine zu sein. Müsste ich hier das nur wegreißen, dann könnte ich die eigentlich... hier so hinbauen. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir gehen mal im Pause-Modus und reißen hier mal das Stückchen weg. So, wir haben ja genug Geld. Dann muss ich da noch die Straße wegreißen und hier noch die Zuganbindung und dann, ah okay, na, das ist sowas, das ist doof. Brauche ich die. Dann brauche ich ja noch mehr Platz. Okay, da müssen wir noch ein bisschen mehr wegreißen. Das ist noch... Jo, das passt. Okay. Ist das hier auch Autobahn? Ja, das ist auch eine Autobahn. Okay, das wollte ich eigentlich dann so auch nicht haben. Die ist halt... Ich will eigentlich nur Abfahrten, aber Abfahrten gibt es anscheinend nicht. Die muss ich immer selber bauen. Oh, jetzt muss ich alles einzeln abreißen. Schon mal richtig geiler Folgenstart. Wir reißen erstmal nur ab und bauen um und gucken. So, dann machen wir es halt selber. Aber wir hätten eigentlich das doch nehmen können. Ja, doch, können wir eigentlich nehmen. Also zum Anfang wenigstens. Warum nicht? Nicht verbunden, ja, ist mir bewusst. Ich will Autobahn, 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 Autobahn. Warum ist die Entfernung zu kurz? So, Autobahn. Autobahn. Und hier Autobahn. Dann müssen wir hier noch ein Stück wegreisen wieder. Und bauen Autobahn hin. So, und die Autobahn hier unten, die reiße ich ab. Sehr gut. So machen wir das auf jeden Fall. Genau. Und dann machen wir hier einfach hier drunter eine normale Straße. So, hier machen wir die Straße wieder lang. Zack. Und hier machen wir eine dreispurige Allee. Wie machen wir die am besten? Komme ich hier unten drunter? Nein, nein, warum nicht? Hallo? Der Ort ist bereits belegt. Hallo, hallo, hallo. Die Autobahn geht runter, aber die Straße geht nicht runter lang. Das ist natürlich toll, dass die nicht runter lang geht. Geht die drunter lang? Auch nicht. Können wir einen Tunnel bauen? Machen wir es halt hier als Tunnel. Dann sind die noch im Weg. Die noch weg. So, dann machen wir jetzt hier halt als Tunnel. Vielleicht klappt es ja auch jetzt. Die passt nicht runter. Okay, dann passt die nicht runter. Der Ort ist bereits belegt. Das ist doch schon wieder nervig, ey. Ich will doch nur einen Tunnel. Und am liebsten, da muss die Straße noch weg. So. Da werden wir in der Folge richtig viel schaffen. Wir schaffen vielleicht gerade zu den Tunneln, dann ist die Folge rum. Hm, ich will es gerade. Gibt es denn jetzt ist vielleicht gerade. Hä? Ich wollte einen Tunnel.
Und keine Auffahrt. Nein, Tunnel. Gefälle zu steil. Ich will keine Auffahrt, ich will einen Tunnel. Sehr gut. Und hier kommen wir wieder raus. Ja, schräg ist modern. Das passt schon. So. Und dann gehen wir halt jetzt hier schräg auf die Straße. Was soll das? Ist doch egal. Machen wir jetzt einfach so. Okay, dann haben wir hier Einbahnstraßen. Die geht in die Richtung. Die geht in die Richtung. Und das ist totales Chaos dann hier. Wir machen das jetzt hier doch nochmal ein bisschen anders. So, die auf jeden Fall. Die geht hier runter. Und dann geht die hier drauf. Komische Autobahnauffahrten. Aber passt schon so. Und die werden sich dann hier irgendwo treffen. Dann habe ich hier wieder eine Kreuzung, aber dann ist es halt so. Die gehen ja eigentlich nur von der Autobahn und auf der Autobahn. Runter und rauf. Das heißt, wir machen das jetzt einfach so. Und hier doch so. Das gleiche machen wir drüben. Von der Autobahn runter. Ja, Autobahn drauf erstmal. So. Auf die Autobahn rauf. Und hier auf die Autobahn runter. Und hier kommt eine ganz normale Straße hin. Hallo. Gerade eben ging's noch. Da ging's, da geht's. Aber ich kriege die Stelle nicht, jetzt halt die Stelle. So, gehe jetzt runter und da geht's rauf. Sehr schön, sehr schön. Und die brauche ich erstmal. Ja doch, die nehme ich auch schon. Aber die gehen jetzt auf die Straße, was soll's. Ja, da wird's ja wieder so eine komische Kreuzung. Ne, das ist ja auch nicht toll. Wir machen die erstmal noch ein Stück weiter. So. Und dann bringen wir die, wir müssen die ja drauf bringen. Mit auf die Spur am besten. Die müsste ich halt, na, die kann ich nicht einspurig machen, damit ich müsste ich zwei Straßen machen. Die kann ich leider nicht. Das ist die große Straße. Die kann ich einspurig machen, ja. Aber dann brauche ich ja noch einen Tunnel. Nee, da können wir das nicht so machen. Dann lassen wir die hier daneben mitlaufen. Oder wir machen noch eine Brücke nach drüben oder lassen es erstmal weg. Aber wenn ich das weglasse, dann fahren die alle hier runter und fahren dann hier drauf. Um hier reinzukommen. Nee, okay, wir lassen es erstmal so. Und dann brauche ich auf jeden Fall noch die Schiene. So, wo haben wir Schienennetz? Schienennetz, Schienennetz. Das ist bestimmt dann wieder hier. Und da ist die Schiene. Eine Brücke. Die reicht eigentlich so. So haben wir noch eine Bahnbrücke gebaut. Und dann bauen wir jetzt hier noch ein bisschen mehr Straße. Natürlich jetzt die falsche gebaut. Sehr schön. So, noch ein bisschen mehr Straße. Und hier noch ein bisschen, da können wir doch Play drücken. Hier war das Agrargebiet. Soll ich da Agrarzentrum bauen? Hier habe ich jetzt das Holz. Bin ich ja schon Level 2? Habe ich jetzt schon? Oder? Noch ein bisschen, ich brauche noch 300, noch ein paar mehr Arbeiter.
Müllberge, was warum mache ich denn Müllberge? Was ist denn los? Schaffen sie nicht, den Müll wegzubekommen. Eine Speicherkapazität von 13.000, eine Verarbeitungskapazität von 16.000. Wir haben eine Produktion die Woche von 192.000. Okay. Und die Müllverbrennung macht 150.000 die Woche. Also es müsste eigentlich weniger Müll werden. Entleerung. Der wird entleert, aber der ist voll. Dann dürfen wir hier nicht mehr entleeren. So. Und ihr habt aber eigentlich genug. Ihr macht ordentlich Müll. Oder ihr verbrennt ordentlich Müll. Und ich habe mir aus dem Workshop ein großes geholt. Boah, das ist nun echt fett, ne? Boah. Das macht nämlich ein bisschen mehr weg. Ein altes Kohlekraftwerk, welches umgebaut wurde. Schönes altes Kohlekraftwerk ist jetzt einfach eine Müllverbrennungsanlage, zeitgemäß. Aber dafür habe ich jetzt noch keinen Platz. Ich werde jetzt erstmal hier den Strom noch lang legen. Komme ich über die Autobahn? Ja, komme ich drüber. So, und dann machen wir hier ein komplett neues Gebiet. Noch ein paar Straßen. So, und hier kommt noch ein bisschen Büro hin. Heizungsrohre noch rüber. Denn wir wollen noch mal ein paar Leute jetzt hier schaffen, noch ein bisschen Bevölkerung mal hier hinbekommen. Wir drehen gleich noch ein bisschen höher. Hier kommt dann noch ein neues Wohngebiet mit daneben. Dorthin. Die Straße geht hier noch weiter. So. Hier die Straße. Hier kommen Häuser hin. Hier wieder Straße lang. Und hier kommen noch mehr Häuser hin. Strom ist vorhanden. Den weg genug gezogen, den noch nicht. Jetzt müssten sie aber Strom haben, ne? So, da habt ihr Strom. Was sagt der Müll? Immer noch voll. Aber ich verbrenne doch genug. Dürfte gar nicht, dürfte nichts passieren. Hier muss ich noch ein bisschen ausbauen. So, was haben wir hier denn Schönes? Die Arbeiterunterkünfte, die habe ich ja schon. Das hatte ich auch schon. Die Pelletfabrik, hatte ich die gebaut? Ja, die habe ich hier hingebaut. Nicht genügend Rohstoffe, wir haben nicht genug Holz. Das heißt, wir bauen noch ein paar Holzplantagen. So, wir haben auch die Speicherplätze, die brauche ich ja nicht. Die brauche ich. 3600, 2000, 38, 36, 4000. 43 hier hinten wird es immer besser. Bauen wir hier noch die Straße weiter. Gucken jetzt noch mal 4,8. Hier können wir hinbauen, hier nicht. Hier ist 4,8. Da ist 4,8. So, dann brauchen die noch Wasser. Da habt ihr schon mal wieder Wasser. Warmwasser habt ihr auch alle, oder? Warum sind die Rohre nicht hell? Die brauchen anscheinend kein Warmwasser, nur Wasser. Abwasserkapazität, reicht die nicht? So, mal schauen, Abwasserkapazität. So, Ökowasseraustritt. Abwasserklärung, ja, wir brauchen noch auf jeden Fall noch mal einen Ausgang. Wo bauen wir den jetzt am besten noch hin? Hier ist überall ein Stromproblem. Hier können wir noch einen hinsetzen. Und dann müssten wir wieder Platz gleich haben, wenn der Strom kommt. Ja, das sieht gut aus. Können wir so lassen. Ihr habt nicht genug Holz, das ist mir bewusst. Aber die sind doch schon dabei, die machen doch. Nadelbaum. Nadelbaum ist okay. Nadelbaum, Nadelbaum, Nadelbaum. So, wir bauen noch ein paar davon. Wir können noch die bauen, ne? Kleine. Weil die machen halt mehr. Die machen ja 6400. So, haben wir unsere Industrie ein bisschen noch ausgebaut. Und wir gucken wieder rüber. Ja, hier sind schon Fetthäuser entstanden. Die brauchen gleich mal noch eine kleine Schule. Eine Grundschule auf jeden Fall. Die bekommen noch einen kleinen Arzt hier. Die bekommen noch eine Feuerwehr. Und natürlich noch eine kleine Polizeistation. Und nein, den wollte ich nicht bauen. Hallo weg, nein. Jo,
Abriss bestätigen und Wasser rüberziehen. So, Wasser habt ihr und wir bauen noch weiter. So, hier die Straße geht noch bis dorthin. Dann hier lang. Und dann so. Machen wir hier noch schönes Wohngebiet raus und stampfen das hier einfach aus dem Boden. So, fertig. Hier können wir ein paar Bäume hinbauen. Oh, Karussell. Oder noch so ein paar Parksachen. Ein Langlaufpark. So, machen wir hier noch einen Langlaufpark hin. Da können sie sich ein bisschen entspannen. Ah, hier haben wir die Halle, ne? Turn- und Fitnesshalle kommt hier noch hin mit. Da geht es den Leuten besser und gut. Krematorium kann ich noch nicht bauen. Brauche ich noch einen Friedhof? Eigentlich wollte ich ja den Friedhof mal abreißen, ne? Die Räumung ist beendet. Den kann ich jetzt abreißen. Denn was wollte ich denn machen? Was wollte der Vergangenheitsrobot machen? Ich wollte hier, glaube ich, die Straßenbahn weiter ausbauen. Ne? Das wollte ich hier zweispurig machen. Dass die mehr in der Mitte fährt. So, wir reißen es erstmal ab. Ja, aber ihr habt doch hier oben Friedhof. Ist doch alles gut, Leute. Ist doch okay. Ihr müsst nicht traurig sein. Und wir werden die Straße hier upgraden. Achso, da war das noch im Weg. Das Postamt, das kann ich aber einfach nur verlegen. Wir haben jetzt hier Platz. Postamt wird verlegt. Und graden jetzt die Straße ab. So, und herzlichen Glückwunsch. Unsere Holzfäller hat Stufe 3 erreicht. Wir haben eine Druckerei, wir haben eine mittlere Baumplantage und ein großer Holzplatz. So, hier geht's voran. Hier können wir die alle wegmachen. Und machen die großen gleich noch mit hin. So, sind jetzt die Haltestellen wenigstens erhalten geblieben von der Straßenbahn. Wo haben wir die Straßenbahn? Hier ist die Straßenbahn. Ja, müssten, ne? Linienübersicht. Bus, Bus, Bus. Ich will Straßenbahn. Ja, die Straßenbahnlinien sind anscheinend erhalten geblieben, ne? Ja. Da ist eine Haltestelle. Hier ist nur die eine, das ist die. Passt soweit. So, hier drüben geht's voran. Ihr habt Müllberge. Ich brauche noch eine Deponie. Dann bauen wir noch eine Deponie, was soll's. Wo setzt man die mit dran? Die kann ich hier hinsetzen eigentlich. Dann fahren sie auf der Autobahn. Verkehrstechnisch ist hier bestimmt großes Chaos. Ja, hier ist richtig dick Chaos. Weil das nutzt irgendwie keiner. Aber die können doch hier abfahren, oder? Rauffahren tun sie auch. Nur abfahren halt nicht. Alle fahren hier und hier ist einfach nur Dickverkehr. Zähflüssig ohne Ende. Staut sich schon bis, ja, keine Ahnung, bis ins nächste Gebiet. Krass. Nicht gut. Gar nicht gut. Verkehrstechnisch ist hier anscheinend die Stadt gerade tot. 67%. Ich werde doch einen Kreisel bauen müssen. Weil hier geht gerade echt nichts. Sie wollen alle nur noch dort. Keiner will in das Gebiet mehr. Okay, die Straße muss ich jetzt auch größer machen auf jeden Fall. Das können wir gleich mal machen. So. Dann müsste der Verkehr wieder ein bisschen besser fließen. Die Straße können wir wegmachen. Es kommt halt jetzt keiner mehr von hier drüben nach dort. Weil hier ist alles dicht, wie mir scheint. Aber theoretisch dürft ihr doch fahren. Ich habe euch doch die Vorfahrt gegeben. Meine, das ging ja nicht mehr, ne? Doch. Stopp. Stoppschild. Aber hier ging es nicht. So, Stoppschild, Stoppschild. Stoppschild. Hier, die müssen Vorfahrt. Immer, die müssen Vorfahrt haben. Vielleicht löst sich dann das Problem.
So, wer hat hier Vorfahrt? Was ist hier besser? Die haben Vorfahrt, ne? Wird es denn jetzt ein bisschen besser? Nicht genug Kunden oder was? Ne, nicht genug gebildete Arbeiter. Ja, es ist halt hier extrem viel los. Und die wollen halt einfach nur alle nach dort. Man könnte noch eine neue Spur dahin bauen. Weil ab hier geht's ja. Das ist nur die Kreuzung. Weil da wollen welche nach dort, da wollen welche nach dort. Da wird's halt echt chaotisch. Und hier wird's chaotisch. Dann müssen wir hier noch die Straße ausbauen. So. So. Und schon kann ein bisschen mehr Verkehr fließen und die machen wir weg. Weil das ist nur eine Kreuzung in die Richtung. Brauchen wir nicht. So richtig habe ich das Gefühl, dass mit den Straßen wird es irgendwie schlechter. Boah, hier ist einfach nur alles rot. Die kommen schon gar nicht mehr. Warum ist kein Strom da? Jetzt ist Strom da. Hier ist Leerstand, Wall verlassen. Die hatten bestimmt keinen Strom so lange. Ja, Wasser brauchen sie noch. Das kriegt er sofort. Haben wir nicht genug Strom? Wir haben nicht genug Strom. Das heißt, wir brauchen noch ein Kraftwerk. So. Wir müssen das Verkehrsproblem hier angehen. Ey, das hilft ja alles nichts. Ich habe hier einen schönen Kreisverkehr, theoretisch. Aber der ist halt auch riesig. Oder so einbauen. Dass die Leute hier, die sind halt echt. Die machen mir die Stadt hier kaputt. Boah, ja, ist echt viel Verkehr. Die kommen nicht rüber, die kommen nicht rüber. Wo wollt ihr denn eigentlich hin? Müssen wir mal gucken. Er will nur nach dort. Wo will er hin? So, die wollen alle jetzt nach da drüben. Ja, warum fahrt ihr halt einfach nicht? Die sind nicht verbunden hier, ne? Das ist das Problem. Das ist hier nicht verbunden. Warum auch immer. Ist das denn nicht verbunden? Das ist hier in die Richtung. Ja, okay. So. Geht's denn jetzt? Jetzt dauert es halt ein bisschen, bis sie das mitkriegen. Okay, die können auch hier runterfahren, denke ich mal. Der erste hat es mitbekommen. Okay. Jetzt geht das. Warum ging das jetzt hier vorher nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. So, und die Straße müssen wir auch mal dicker bauen. Ist ja eigentlich schon, ne? Einbahn. Hoch, nein. Na, ist okay. So. Das macht zwar den Stau nicht weniger, aber es passen mehr Autos hin. Okay, jetzt ist halt hier Stau. Ey, ihr müsst hier nicht warten, ihr seid Autobahn, Jungs. Das ist schon wieder komisch geklärt. Ihr habt Stopp. Ihr habt Stopp. Das ist Autobahn, ihr müsst da nicht warten. So, und da läuft das auch schon besser. Aber hier ist es... Warum ist es denn hier nicht... Warum ist das denn nicht angeschlossen? Ich verstehe es nicht. Ich habe es doch dran gebaut. So. Da müsste dann der Verkehr vielleicht irgendwann sich mal auflösen. Also hier sieht es auf jeden Fall schon besser aus. Nachts zumindest, ne? Wie ist hier die Verkehrsregelung? Mit dem Verkehr, da muss man echt aufpassen. Ihr habt Stopp. Ich will nicht verbessern.
Ist man noch im Baumodus, kann man natürlich nichts verbessern. Ihr habt Stopp. Und ihr habt Stopp. Und ihr habt Stopp und dann passt das ja theoretisch. Genau, runterfahren können sie wie sie wollen. Hier eigentlich keine Ampel, hier machen wir auch nur Stoppsystem. Wie machen wir es denn? Da machen wir Stopp und die dürfen fahren. Keine Ampel, keine Ampel. Hier einfach nur Stopp, Stopp und Stopp. Und hier auch keine Ampel, ihr Stopp. Und hier keine Ampel. Was war das? Ach, ein Gewitter, bitte. Ja, ist natürlich wie immer, ne? Gewitter. Es schneit und Gewitter zur gleichen Zeit und wir haben Müllberge. Aber jetzt müssten ja eigentlich alle wieder vorankommen. Ja, und schon sind wir bei 89%. Okay, es lag nur daran, weil diese Autobahnausfahrt hier schlecht war. Und hier, die ist auch zu klein dimensioniert. Das heißt, wir werden mal upgraden. Ist das jetzt ein Upgrade oder ist das ein Downgrade? Das ist ein Downgrade, wie es aussieht. Gibt es hier noch größer? Das ist mit Einbahnstraße und Straßenbahn. Zack, ein Auto, ja, okay, ne, das passt ja. Warum? Wir können eigentlich fahren, ihr müsst doch gar nicht warten. Ich mache doch mal das Stoppschild hier wieder weg. Weil die einfach nur stoppen, weil die können eigentlich drauf. Zack. Und drauf. Und hier genauso, ihr könnt doch drauf. Dass die immer so warten müssen. Und wir brauchen auf jeden Fall anscheinend noch mal wieder eine Schneedeponie. So, wo war die denn? Die war doch hier irgendwo. Beim Müll war die doch mitten, ne? Nee, doch nicht. Wo war die Schneedeponie? Die war bei den Straßen, genau. Hier ist die Schneedeponie. Da bauen wir drüben noch mit einer hin. Die macht halt ein bisschen Lärm, aber ist okay. So, brauchen Industrie und wir brauchen noch mehr von den anderen. Schnee, 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 Schnee. Ja, weil es die ganze Zeit nur schneit. So, da können wir hier noch ein bisschen Industrie bauen. Wir bauen mal die Druckerei. Wo ist die denn, die Druckerei? Habe ich nicht. Holzfabrik. Nein, hallo, Druckerei. Das große Ding habe ich hier. 7000 Einheiten. Oh, wo ist meine Druckerei? Die haben noch gesagt, ich kann eine Druckerei bauen. Holzwerkstofffabrik, Papiermühle, Sägemühle. Forstwirtschaft, Hauptgebäude, das habe ich ja schon. Das habe ich auch. Das sind die normalen. Das sind die Straßen und das sind diese diese Speicherplätze. Aber es hieß doch Druckerei. Papier und Schnittholz wird verkauft. Okay. Profit machen sie. Verschmutzung ist okay. Nur die Müllberge. Aber das kommt ja jetzt wieder. So, wir brauchen hier auf jeden Fall. Jetzt sieht es wieder okay aus. Warum jetzt halt keiner mehr hier lang fährt, verstehe ich zwar nicht. Deponie ist 1% voll. Habe ich Straßen in Standhaltung zu wenig Budget oder? Eigentlich nicht. 100%, mal ein bisschen mehr. Überall ein bisschen mehr. So, und wir brauchen Industrie. Machen wir hier ein bisschen Industrie hin noch. Und hier kann auch Industrie mit dran. Da brauche ich mir bald mal ein neues Industriegebiet. Oh, wir sind eine Großstadt. Wir haben 15.000 Einwohner erreicht. Und ich würde sagen, damit beenden wir auch die Folge. Wir gucken nochmal die Probleme der Stadt schnell an, die ich dann in der nächsten Folge lösen möchte. Verkehrstechnisch müssen wir hier noch ein bisschen was tun. Und vor allem hier hinten müssen wir mal jetzt langsam umbauen. Hier wird es leicht rot. Wir sind wieder bei 91%. Das ist eigentlich ist okay. Und hier sieht alles soweit schick aus. Autobahn funktioniert jetzt auch. Ist jetzt alles wieder im grünen Bereich. Doch, das sieht
machbar aus. Wo natürlich jetzt diese Dings ist, keine Ahnung. Ich habe doch richtig gelesen, Druckerei, oder? Habt ihr da auch gesehen, ne? Vielleicht kann mir jemand sagen, wo die Druckerei ist. Bis dahin, schaltet doch morgen wieder ein und tschüss, euer Rob.